Der Wurmpalast, okay. Gehen wir erstmal hier oben lang. Du musst wohl hier drauf, ne? Kann das sein? Ne, der kommt da nicht drauf. Eine Truhe. Ein Spiel in Solingen. Ah, cool. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lässt sich fast jedes Schloss öffnen. Schön. Nehmen wir mal. Was haben wir auch hier von der Karte? Ja, gut. Eine Schutzeiche. Schade, dass ich mir nicht aussuchen kann, wann ich die einsetze. Oh. Alter! Warum bin ich jetzt nochmal so nach hinten geschleudert? Kommst du her? Okay. Die kann ich nicht besiegen. Öffnen wir mal dieses Schloss. Okay. Warum ist er jetzt nach oben gegangen? Komm her. Du auch, komm. Was haben wir hier? Statue sagt etwas, aber ohne ihren Schnabel verstehst du sie nicht. Okay, hier komme ich schon mal nicht weiter. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Easy. Okay, dann gehen wir zurück. Ja. Verdammt. Ich habe gedacht, das schaffen wir. Noch ein Schlüssel. Yay. Nein. So. Deswegen lohnt es sich immer, alle Gegner zu besiegen. 20 Rubine, immerhin. Was haben wir hier? Den kann ich nur runterstoßen, ne? Ist die einzige Möglichkeit, den zu besiegen, oder? Habe ich auf jeden Fall den Eindruck. Ja. Oh. Ist doch nicht nur Deko. Okay, da geht's nicht weiter. Shit. Nein, das Herz. Da. Der Schnabel, yay. Du hast einen Schnabel aus Stein erhalten. Jetzt fehlt nur noch eine Eulenstatue, an die er passt. Ach, das soll... Ach ja, eine Eule. Klar. Stachis musst du erst mit dem Schild abwehren. Ja, toll, danke. Vielleicht nochmal ein Tipp wegen dem Herzen oder so. Wie wär's? Gehen wir mal hier oben lang. Meint er... Ja,
das ist jetzt auch runtergefallen. Mal sehen, was uns die Eule hier zu sagen hat. Ein Herz. Nice. Öffnet sich eine Tür nicht, verschiebe einen Block. Okay. Ach, die kann ich verschieben. Okay. Ah, die Starris meinte. Okay. Ah, verdammt. Starris musst du erst mit dem Schild abwehren. Ja, das hat mir vorhin schon jemand gesagt. Nee, wie geil. Aber springen kann ich immer noch nicht. Oh, shit. Springen kann ich immer noch nicht. Easy. Schätze mal, du brauchst Herzen. Ja. Ach, guck mal. Da sind sogar drei. Hallo? Hallo? Wie komme ich jetzt da dran? Wollen die mich verarschen? Oder was bekomme ich hier? Dungeon-Item wahrscheinlich. Du hast die Greifenfeder erhalten. Du fühlst dich plötzlich viel leichter. Oh Gott, bin ich blöd. Ich fühle mich plötzlich viel leichter. Aha, damit kann ich jetzt springen. Nice. Das wird einiges vereinfachen. Aber ohne einen Zwischenboss. Einfach nur so. Shit, warum habe ich den denn übersehen? Aber ich glaube, ich werde das auf Y legen und das auf X, weil ich mich gerne mal verdrücke, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Und dann springe ich wenigstens nur und verbrauche nicht das Pulver da. Und nach da oben, da drückt man jetzt nicht so oft. Na, ach, bin ich blöd. Warum mache ich denn auch sowas? So, war hier was, wo ich noch nicht weiterkam? Hier, da. Ach, da kann ich jetzt rüberspringen, denke ich. Aber dafür brauche ich noch einen Schlüssel wahrscheinlich. Da müsste ich drüber springen können. Aber hierfür brauche ich ja einen Schlüssel, ne? Ja. Und rüberschwimmen kann ich da nicht, ne? Habe ich noch? Nee. Vermutlich braucht man hier einen Schlüssel. Ach du Blitzmerker, wie kommst du da drauf? Oh Gott, komme ich hier zurück? Ja, ist ja klar. Da so komme ich nicht rüber. Kann man auch nicht verschieben. Ein Herz, nice. Da können wir jetzt aber rüber. Na, oh, ich schwöre, ich hab gedrückt. Wäre eine Schande, das Pulver einfach so zu verbrauchen. Wäre es auch. Hi, Weft. Willkommen im Stream. Ui. Ich glaube, hier werde ich springen müssen. Oha. Hey, I see, I see. I see how it works. Ah. Shit.
Sehr viele. Nanu? Wer oder was bist du? Ach, sind das hier die Teleporter? Am Eingang wieder. Okay. Habe ich schon mal einen Teleporter. Würde ich gerne wieder zurück. Oh. Oh je, das war knapp. Okay, hier schon mal die Boss-Tür. Gehen wir mal hier runter. Was passiert mit denen? Oder sind die nur Deko? Ach gut, da könnte ich mir also nochmal ein Leben holen, aber waren ja voll das. War jetzt eigentlich unnötig. Aber wir haben ja noch nicht den Key, ne? Diese Tür lässt sich nur mit dem großen Schlüssel öffnen. Den haben wir aber noch nicht. Ja, dann glaube ich, bis auf den hier, haben wir hier alles. Okay, bis auf das hier auch. Dann würde ich jetzt sagen, teleportieren wir uns einmal zum Anfang und gehen dann hier links lang. Oh, falsch gedrückt schon wieder. Ein kleiner Schlüssel. Oha. Nur treib halt. Ein Kompass, ja, schön, dass ich den jetzt schon finde. Wo sich Endboss und Truhen befinden. Außerdem zeigt dir ein akustisches Signal an, wenn ein Schlüssel in der Nähe ist. Cool. Schauen wir mal. Hier kommen wir also auch noch irgendwie hin. Da. Ich frage mich, wie wir da hinkommen. Was der Fall bedeutet, das weiß ich noch nicht. Da oben war auch noch ein Weg nach rechts, ne? Stimmt. Ja, hatte ich ganz vergessen. Jetzt weicht doch nicht immer aus hier. Vielleicht könnt ihr nicht mehr zurück. Ja, geht doch. Die Karte. Guck mal, hätte ich beides sofort am Anfang kriegen können. Aber nur weil ich hier lang gegangen bin, statt hier und dort. Naja, egal. Die Karte auf jeden Fall. Von hier kommen wir doch irgendwie nach links. So wie es aussieht. Aber es gibt auch nur diese eine Etage, ne? Ja, auf jeden Fall noch einen kleinen Schlüssel. Damit können wir gleich mal vielleicht mal hier lang. Holen wir uns jetzt erstmal hier die Truhe. Boah, ich muss. Verdrück mich immer, ey. Der Kompass sagt, ein Schlüssel ist in der Nähe. Ah, der große Schlüssel. Sehr schön. Aber was ist denn mit der Truhe da unten noch? Hast du da heute ein Spiel? Nee, morgen erst. Okay. Wie komme ich denn da hin? Das kann ja nur aus dem Raum hier raus sein, ne? Aber ich habe da eigentlich nichts gesehen. Weil ich muss jetzt hier auch nicht unbedingt in. Doch, da, tatsächlich bin ich. Ich muss jetzt hier auch nicht in jedem. Vielleicht hilft hier ja der Staub. Nö. Ich muss jetzt hier auch nicht unbedingt jede Truhe finden, ne? Also so ist das nicht. Aber wäre doch ganz nice gewesen. Ist bestimmt was Gutes drin, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll.
Viel mehr als das, was ich gemacht habe, bleibt mir ja im Moment nicht. Mehr kann ich ja im Moment nicht, wirklich. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir keine weitere Zeit. Ja, sieht nach Bomben aus. Das stimmt. Und gehen wir zum Bossraum. Ah, ich denke da. Ich guck mal, vielleicht habe ich ja, ist das ja wieder. Aber ich glaube eher nicht. Doch, sind wieder hier. Nice. Los geht's. Okay. Bis raus. Moldorm. Ich vermute mal, ich muss das hinten treffen, das Ding. Und jetzt ausweichen. Ich vermute auch mal, das Schild bringt jetzt nicht so viel wahrscheinlich. Ah. Ja doch, von vorne schon. Ah, yo. Hier lande ich dann also wieder. Hat der mich da weggeschleudert? Bleibt einfach so stehen vielleicht. Dürfte der mich ja eigentlich nicht treffen, solange der in dieser Wedge-Phase ist. Ja, genau, drück mich mal schön in die Tür rein. Lol, ich bin festgebackt. Aha, alles klar. Haben sie dran gedacht? Puh, nur noch 7 Stäubchen. Warum 7 Stäubchen? So, da hätten wir's. Und ein Herzcontainer. Sehr nice. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Die maximale Anzahl deiner Herzen wurde erhöht und alle Herzen wieder aufgefüllt. Dann habe ich den Himmelsschuppen erfolgt, den Drachenschuppen. Ah, nice. Nice, nice. Ohne Scheiß, Himmelsschuppe, eines der besten Mounts überhaupt. Ein Musikinstrument. Doch nicht die Ocarina, sondern ein Cello. Eine Geige soll das sein. Für eine Geige, okay. Ich habe gedacht, das wäre so ein Riesending. Ja. Okay. Und jetzt kann Link auf wundersame Weise Geige spielen, oder was? Sumpf. Ein Weg öffnet sich in den Blumen. Okay. Weil die Folgen sind echt ätzend. Ja, das stimmt schon. Also. Ah, ich dachte, ich könnte jetzt die Geige hier drauflegen und die dann immer spielen. Aber so wie es aussieht, hat jetzt einmal was geöffnet. Und ist jetzt weg. Das ist ein Instrument der Sirenen. Ich hätte nicht gedacht, dass du es wirklich findest. Dieses Instrument hat zusammen mit den 7 anderen die Kraft, den Windfisch zu wecken. Du musst sie alle 7 finden und ich habe die Aufgabe, dir den Weg zu zeigen. Nun führt dich dein Weg in den Schleimsumpf im Norden. Und da war doch noch was. Ach ja, Ja. Zählst du es mir vielleicht auch? Sieht nicht so aus. Was ich aber einmal machen möchte, ist hier. Markiere ich mir. Hallo, Pin. Okay. Kann nicht hier drauf einen Pin legen, dann mache ich den hier drunter, so. Und zwar, dass hier noch eine Kiste fehlt. Ha, oh. Ich wollte gerade sagen, easy rüber, weil ich mich mal wieder nur verdrückt habe. Der einzige Zelda-Teil, den ich gespielt habe, war Spirit Tracks. Der einzige, den ich vorher gespielt habe, war Twilight Princess. Das aber auch 3 oder 4 Mal. So, und jetzt halt den.
Hey, du da, ist was ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Die Moblins sind ins Dorf gekommen. Ja, ganz viele. Eine ganze Gruppe von Moblins. Dann sind sie zum Haus. Ja, denn dem Haus von Komet und der Frau. Sie haben etwas ganz Böses getan. Oh ja, das war vielleicht böse. Ich finde besser selbst heraus, was geschehen ist. Ja, ist vielleicht besser, ne? Erzähl mal. Kreisch, ist entsetzlich. Sie haben meinen Komet entführt. Die Moblins, warum hilft denn keiner meinem kleinen Komet? Oh, die haben Komet entführt. Da sollten wir hinterher. Sonst alles gut hier im Dorf? Oder gibt sonst noch irgendwas? Sieht nicht so aus, ne? Hier scheint alles gut zu sein. Ich würde mal sagen, Richtung Schleimsumpf vielleicht? Halt. Müssen wir ja irgendwie, ne? Hier oben hin, würde ich sagen. Kann ich nur über Steine rüberspringen? Nee. Geht auch nicht. Ach, guck mal, hier ist noch eine Truhe. Die werde ich mir auch mal markieren. So, und dann jetzt. Ich würde sagen, wir fangen an im Schleimsumpf, ne? Spirit Tracks kenne ich nicht mal, noch nie gehört. Gehört schon, aber gesehen auch noch nie. Dann würde ich sagen, direkt mal hier. Ich würde jetzt im Schleimsumpf suchen, um ehrlich zu sein. Schleimsumpf, Zauberwald. Was ist hier oben? Vielleicht gucken wir erstmal hier ins Haus rein. Kriegt da gerade echt Bock drauf. Ja, verstehe ich. Das macht auch echt Bock, hier zu spielen. Hallo, mein Name ist Dr. White. Ich schreibe gerne Briefe. Ey, da antwortet mir nie jemand. Ja, so ein Pech. Sonst noch irgendwas? Hallo, lass mich mal durch hier, Vogel. Vogel! Mach Platz hier. Ich will sehen, ob ich das Buch ansehen. Das ist ein Regal. Ja, richtig. Vogel! Lass mich durch hier. Alter. So, kann. Und dann kann ich das Buch hier auf dem Bett nicht mal lesen. Oh, verdammt. Jetzt lass mich durch hier. Vogel. Ja. Komm schon. Lass mich durch. Alter. Ist das dein Ernst? Ich komme hier nicht mehr raus. Scheiße. Mach das. Alter. Komm mal hier rein. Oh, ich kack ab hier, ey. Vogel. Was ist das? Wann kam das? Und für welche Konsole? Ich weiß es nicht. So, jetzt lass mich doch mal hier vorbei. Als wenn ich hier nicht durchkomme. Ja, geht doch. Ich würde sagen, was ich jetzt einmal mache, ist speichern. Ich hätte ja einfach das Spiel gespeichert, aber ich nochmal neu geladen, aber ich habe es ja nie gespeichert, deswegen hätte ich alles nochmal neu machen müssen und das hätte ich nicht gewollt. Ein Teil der Macht. So, gucken wir erstmal hier oben.
Musik, der Fisch regt sich im Ei, du bist dort. Ist das so? Aber ich sehe hier auch wieder einen Herzcontainer. Den markiere ich mir mal hier. Auf Nintendo DS und dann weiß ich nicht. Ah, okay. Okay, okay. Zu schwer. Kann ich hier eine Truhe markieren? Ach. 20 Rubine. Nice. Nein, jetzt ist es weg. Ah, verdammt. Und das war's dann auch schon mit der Höhle hier. Ja. Alter! Ich war da locker rüber. Okay. Der Schleimsumpf. Und dann kann ich rüber? Nee, auch nicht. Das ist doch Schwachsinn. Also ich treffe die Dinger nicht, ne? Ne, komm da nicht rüber. Komm ich hier denn vorbei? Ne. Wie komme ich hier jetzt weiter? So wie es aussieht im Moment, gar nicht. Oh. Alter. Ey, unglaublich. Ich weiß nicht, warum ich die Dinger nicht töten kann. Check ich nicht. Kann ich die nur... Ja, kann ich die nur... töten? Ah. Ich glaube, ich kann die nur töten, wenn die gerade aus dem Wasser rausspringen wollen. Ah. Da passiert auch nichts. Dann vielleicht einfach so stehen bleiben. Oh, Taste immer, ey. So, und dann gucken wir mal hier weiter. Hier ist auf jeden Fall auch nochmal eine Truhe. 30 Stück kann ich markieren. Mal sehen, ob ich damit hinkomme. Aber hier komme ich nicht weiter. Was mache ich mit den Dingern hier? Nichts. Damit kann ich nichts machen. Ja, wie komme ich denn jetzt weiter? Oder muss ich in die Kokolin-Steppe und da irgendwie weiter? Schauen wir mal. Boah, das hat gut geklappt. Ausnahmsweise mal.
Ja, und dann würde ich sagen, machen wir uns als nächstes auf den Weg in die Kokolin-Steppe. So, da wären wir dann auch schon.